Ja, moin moin und Mittel, meine lieben Freunde. Vlog 134 am Start. Wir waren ja schon mal sehr viel weiter mit den Zahlen, aber irgendwie ist Rainer dann ja wieder bei niedrigen Zahlen angefangen. Daher schauen wir uns jetzt den 134er Vlog mal an. Natürlich schauen wir das beim Spiegellord und ich musste das Intro vom Spiegellord einfach drin lassen mit diesem wunderschönen ersten Frame zum Start. Klasse, oder? Wo doch unser Rainer im Moment so in Love ist und die Frauen mit ins Game zieht, dachte ich mir, das muss wahre Liebe sein und das lassen wir als ersten Frame drinne. Okay, schauen wir mal, was er uns zu sagen hat. Gut. Ja. Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Gestern habe ich eine ziemliche Bombe rausgeballert. Jetzt ist heute mein Ding noch durch. Und die Tage werden wir dann weitermachen. Nächste Woche will ich wieder mehr Videos raushauen. Jetzt haben wir ja Samstag heute, glaube ich. Okay, dass er wieder mehr Videos machen will, hat er ja im Stream im Wald schon gesagt und es ist natürlich nichts gekommen, außer dieses unglaublich schlechte Video aus dem Tiergarten, wo weder Sound noch Video gestimmt haben. Und nun also wieder die Ansage, dass aber demnächst mehr kommen wird, nun aber ganz bestimmt. Außerdem ist er sich mal wieder nicht sicher, welcher Tag heute ist und das ist schon langsam nicht mehr lustig, meiner Meinung nach. Da muss man sich dann wirklich mal fragen, in welcher Welt er eigentlich lebt. Und nächste Woche geht es dann richtig weiter. Ich schaue auch ziemlich heftig aus gerade. Meine Haare sind wieder kurz. Nee, habe ich wieder geschnitten. Habt ihr vielleicht im letzten Video auch gesehen. Meint er mit heftig, heftig gut? Ich hoffe nicht. Dieser Schnörres ist meiner Meinung nach schon wirklich nicht so schön. Und ansonsten rasieren muss ich mich wieder. Ich schaue aus wie so Itis. Abgesehen davon gibt es eigentlich jetzt nicht wirklich groß was zu erzählen. Kommentare sind momentan sehr interessant, wenn man uns den Arsch abklagt. Das kann mir doch auch keiner erzählen. Er ist tagelang nicht online und mit seiner Partnerin unterwegs und dann nichts zu sagen? Nichts ist in den letzten Tagen passiert? Oder willst du im Moment nichts sagen, Rainer? Dazu kommen die ganzen Nachrichten. Was nicht ganz so cool ist, das habe ich auch in meinem Blog gezeigt, sind die Sachen mit den Bestellungen, weil damit schadet ihr halt jedes Mal irgendwelchen Menschen. Das ist halt. Das hast du nicht im Vlog gezeigt, das hast du im Community-Post geschrieben, beziehungsweise wurde bei dir im Community-Post geschrieben. Das hier ist nun gerade der Vlog, Rainer. Ja, gern geschehen. Alles andere als cool. So, ansonsten, geplant für die kommende Woche ist auf jeden Fall wieder mehr umherreisen, wieder mehr Videos machen, wieder mehr streamen. Vor allem das Streamen habe ich wieder ins Auge gefasst, das möchte ich auf jeden Fall durchziehen. Ich werde mir demnächst mal den Greenscreen wieder besorgen. Wirkt das nur bei mir so oder sind seine Augen ziemlich glasig? So einen leeren Blick irgendwie. Und nun möchte er sich den Greenscreen besorgen, um zu streamen? Aus dem Haus deiner Freundin? Rainer, mach das nicht. Du hast das schon mal gesagt damals, dass du nicht andere Häuser in die Schanze 2.0 verwandeln möchtest. Halte dich an diese guten Vorsätze und vergiss das nun nicht. Der ist ja, na gut, im Lager ist er, aber ich habe kein Lager mehr. Ich habe ihn jetzt aktuell woanders untergebracht. Hilft ja nichts, muss jetzt sein. Ansonsten, wenn ich den hab, dann muss ich mir was überlegen, wie ich das am schlauesten anstelle. Dann kann ich den auch wieder ein bisschen benutzen. Man merkt hier auch extrem stark den Einfluss seiner Partnerin auf die Videos. Es sind mehrere Schnitte innerhalb kürzester Zeit vorhanden, wo er scheinbar etwas gesagt hat, was nicht gut rübergekommen ist oder wo er sich verhaspelt hat. Als er die Videos noch alleine produziert hat, hätte er das einfach stumpf drin gelassen. Dann muss ich wieder ein bisschen mehr streamen, dann kann ich auch von woanders aus streamen. Das ist halt alles ein bisschen tricky, das Ganze. Ansonsten geht's mir gut. Ich wollte mal kurz Bescheid geben, so, ne? Mir geht's wieder gut. Ich hatte die letzte Woche ein bisschen viel Stress. Auch die Sache mit der Verhandlung die Woche davor war alles ein bisschen. Es ist alles ein bisschen viel gewesen. Wie ich aber auch in meinem Livestream schon gesagt habe, es werden halt immer wieder Unschuldige mit reingezogen, ohne jetzt gut auf das Thema an sich einzugehen. Aber man hat's halt wieder gesehen. Also letzte Woche war die Sache. Oder hat Ende letzter Woche war die Sache, wo da irgendwo irgendjemand gemeint hat, hey, ich zieh da und dahin. Und dann alles sofort auf den losgegangen und da mit der Unschuldige mit reingezogen, dann. Ich habe ja schon im vorherigen Video gesagt, Unschuldige mit reinziehen, die nichts mit dir zu tun haben, ist nicht cool. Aber damit ist nun natürlich nicht deine Partnerin gemeint, Rainer, denn die hast du ja jetzt mit reingezogen. Das muss einmal ganz klar festgehalten werden. Vor allem welche, mit denen ich überhaupt nichts zu tun hatte. Wo die Staatsanwaltschaft jetzt Revision eingelegt hat und es nochmal darauf anlegt, nochmal in Berufung zu gehen. Die Staatsanwaltschaft hat es wirklich auf mich abgesehen, also die wollen mich wirklich in den Knast bringen.
Nicht Berufung, Rainer. Mich wundert wirklich, dass du das immer noch nicht verstanden hast. Es ist eine Revision, das hat mit einer Berufung nichts zu tun. Und natürlich sind die der Meinung, dass du als zigfacher Bewährungsversager, O-Ton der Staatsanwaltschaft, bei dem alles so eingetreten ist bisher, wie es die Staatsanwaltschaft im Plädoyer vorausgesagt hat, auch seine Strafe bekommen solltest. Die sind echt unzufrieden. Ich bin jetzt mal gespannt, also, ob sich da was ergibt oder nicht. Ich weiß es noch nicht. Ansonsten macht es mir dann echt Spaß, mit dem Ranger durch die Gegend zu heizen, weil es hat jetzt überall irgendwie geschneit, so unten in Flanken. Wobei es jetzt da eigentlich auch schon größtenteils wieder weg ist. Es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, wo man ist. Also war schon echt cool. Also hat schon echt Spaß gemacht, auch da rumzugurken und alles. Ja, der Ranger ist echt cool. Der macht richtig Fun im Schnee. Und dann denke ich, war es das von mir. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Drache, haut rein und... Ja, und das war's auch schon. Eigentlich ziemlich langweiliger Vlog. Er hat nichts zu sagen, alles ist geschnitten. Tja, man merkt halt, dass er nun Hilfe von seiner Partnerin bekommt, die er nun mit in sein ganzes Game mit reinzieht dadurch. Ich kann nur hoffen, dass sie schnellstmöglich merkt, wie der Hase läuft und dass sie mit dieser Unterstützung für Rainer nicht auch ihr eigenes Leben versauen wird. Man kann es nur hoffen. In diesem Sinne freuen wir uns mal alle auf die Streams, die da noch kommen werden, denn die werden ja nicht geschnitten sein und da werden wir dann wieder den wahren Rainer sehen, der nicht durch Schnitte in ein positives Licht gerückt wird, in das er eigentlich gar nicht gehört. So viel dazu, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, genießt das Wetter und Medal of, meine Freunde.